Hier ist das, was Deutschland sehen will. Merle und Sarah Content. Das ist doch, ihr seid doch gemein, da kann man sich nur blamieren. Scheibenkleister. Hätten wir nicht über Trash-TV sprechen können? Mehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht sagen. Hier habt ihr uns, ihr wolltet uns, hier sind wir. Live und in Farbe. Jetzt habt ihr den Salat. Ja. Tja, müsst ihr durch. Die erste Frage ist, wie viele Länderspiele hat Alexandra Popp? Ich wusste, dass das so mal was mit wissen wird. Eins, zwei, drei. Sind 135. Echt? Oh wow, krass. Wie viele Follower hat Laura Freigang auf Instagram? Knapp. Ich habe 182.000 Follower und ich liebe jeden einzelnen von ihnen. Also ist mir alle näher. Ah, yes. Wie viele Länder gibt es in Europa? Das ist doch, ihr seid doch gemein, da kann man sich nur blamieren. Eins, zwei, drei, los. 47 sind. Stark. Wie viele Sterne hat die Europaflagge? 3, 2, 1. Punkt für Merle sind 12. Wie viele Fußballfelder passen in die Fläche von Deutschland? Boah, Moment. A² plus B² plus C². So meine Spanne. Dann rechne so ich die Kathete. 3 Milliarden Kathete plus minus. Plus minus, sagen wir mal so. Kannst auch mitschreiben. Pi mal Daumen. Gibt es den Taschenrechner? Würde ich sagen. Ich stelle mir tatsächlich gerade so eine Deutschlandkarte vor und so kleine Fußballfelder. 3, 2, 1. Merle ist gar nicht so weit weg, es sind 50 Millionen. Ich habe den Punkt falsch gesehen. Sarah ist näher. Ja, Sarah ist näher. Was? Wie viele? Es sind 50 Millionen. Ja. Wie viele Bundesliga-Tore hat Horst Rubisch gemacht? Oh wow. Es sind 136. Nein! Also Punkt für Merle. Oh Mann. Ganz schön knapp. Wir hätten ihm mehr zugetraut. Ja, das geht besser. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Ah, warte. Eins, zwei, drei. Wie viel denn unser Alphabet? Also entweder richtig viel oder richtig wenig. Okay, doch, die sind sehr kommunikativ, dementsprechend haben die auch viele Buchstaben. Okay. 3, 2, 1. Es sind 12. Ja, doch nicht so ein kommunikatives Volk. Nee. Wie viele Tore konnte die Frauennationalmannschaft bisher bei Weltmeisterschaften erzielen? Hätten wir nicht über Trash-TV sprechen können? Wie viele Tore schießt man so bei so einem Turnier? Zuletzt haben wir wenig geschossen. Ja. Da müssen wir mal abziehen. Birgit Prinz hat schon 100 gemacht. Mia Künzer hat auf jeden Fall eins. 3, 2, 1. Es sind 129. Kurzer Zwischenstand, Sarah führt. Mit 2 Punkten vorne, muss man dazu sagen. Okay. Richtig, 5 zu 3. Habt ihr das auf Kamera? Das muss ich mir immer anhören. Ja, ja. Das stimmt nicht. Entschuldige dich. Und guckt euch dabei in die Augen. Guckt euch dabei in die Augen. Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich die genannt habe. Da müsst ihr dieses Piep drüberlegen. Entschuldigung. Wie viel schrumpft der Eiffelturm bei Kälte? In was für einer Angabe? Zentimeter. Zentimeter. Okay. Zentimeter. Ja, Millimeter. Kaum sichtbar. Schaut hoch auf den Eiffelturm. Oh mein Gott. Okay, in Zentimetern. Okay. Okay. 3, 2, 1. Es sind 15 cm. Punkt für Merle. Boah, selten so mit dir gelacht. Können wir das öfter machen? Dann kommt mal ein bisschen die Stimmung hier rein. Also hier. Diese eingetrocknete Beziehung. Wann hatte die Frauennationalmannschaft ihr erstes Spiel jemals? Und es ist 1982. Punkt für Merle. Guter Sein. Nee, Punkt für Sarah. Danke. Entschuldigung. Hast du schnell wegradiert, dann müssen wir jetzt nochmal nachrechnen. Ja, können, ne? Was war's? 19... Ich hab jetzt hier. 1982. Ja, hab ich doch geschrieben. Wie hoch ist der Mount Everest? Komm, damit mal ein bisschen Spannung hier reinkommt. Nee, hör auf, du weißt es nicht. Dann schreib nicht irgendeine Quatschzahl, sondern gib dir Mühe.
Okay, jetzt meinst du es aber ernst, ne? Auf einen Zentimeter genau will ich das wissen jetzt. Kannst du noch malen? Okay. 3, 2, 1. Mit Zeichnung. Das ist der Kölner Dom. 8849 Meter hoch. So. Wie viele Ozeane gibt es? Merle. Echt? Ja, es sind fünf. Geil. Dann zähl sie mal auf. Wow. Pazifischer Ozean. Ja, Indischer Ozean, Atlantik. Ja. Ich hatte Pazifischen, Atlantik und noch so einen von den Gewässern. Und dann? Ihr wisst doch selber nicht. Guckt mal nach, ob ich mit meinen drei und dann nicht, in vier solche Fragen ob stellen. Ich mit meinen drei nicht recht Unglaublich. Hatte. Unglaublich. Ja, egal. Ist ja vorbei, oder? Genau. Unentschieden. Extra, weil sonst was Glückwunsch. Es war ein, Glückwunsch auch. Ja, gerne, weil Merle ist ein sehr ehrgeiziger und... Ich kann aber auch vor allem gegen Sarah einfach mal verlieren, weil die ist halt schon eine Granate. Kann man nicht anders sagen. Oh mein Gott. Es war ein knappes Rennen. Merle ist echt nochmal gut rangekommen, hat nicht aufgegeben bis zum Schluss. Ist das Ziel gerade durchgezogen. Ja. Viel Liebe an euch. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Auch viel Liebe von Sarah. Genau. Bis zum nächsten Mal. Mit uns beiden. Tschüss.